Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen für Sonntag, den 16.02. Wir müssen Fische mit Essen fangen, Gänse müssen gehäutet werden, La Grasse muss einmal besucht werden, Rennen in Rennserie muss abgeschlossen werden, den roten Salbei dürfen wir sammeln, Spieler und Showdowns mit einem Bogen getötet und fünfmal Trockenware gegessen. Bei den rollenspezifischen haben wir heute Gegenstände mit einem Spaten gefunden und wir müssen Münzen finden. Das kann man natürlich super kombinieren. Die Landkarten für Sammlerstücke benutzt, das muss jeder selbst wissen, ob er das investiert, ob es das wert ist. Adlerauge benutzt, um eine Zielperson zu verfolgen. Da sind zwei Videos in der Playlist drin und schwierige Kopfgeldjägermissionen oder legendäre. Die habe ich hier im Video drin. Spielerkopfgelder kassieren. Da ist auch ein Video in der Playlist drin. Da könnt ihr sehen, wie man das macht, wie man das anstellt, wie man das sozusagen in Gang bringt, wie man das selbst machen kann. Mit einem anderen Spieler natürlich. Und dann dürfen wir natürlich Kadaver an Krips verkaufen, Waren an örtlichen Händler verkauft, Versorgungsmission abgeschlossen. Ist verbuggt, zeige ich euch auch noch hier im Video. Als erstes habe ich mich heute über die Schnellreise in eine Rennserie begeben. Und ihr müsst ja darauf achten, dass ihr da nur dabei seid. Ihr braucht da nicht zu gewinnen oder sonst irgendwas. Ihr braucht nur das Ding abschließen, warten, bis die Zeit abgelaufen ist oder halt irgendein Platz belegen. Ist easy. Bei den Trockenwaren-Sachen habe ich heute als erstes mal Schokolade eingeschmissen. Ihr könnt es natürlich auch mit Brot oder mit Brötchen machen, wie ihr hier seht. Das ist ein Brötchen, was da gegessen wird und dann war das gegessen sozusagen. Den roten Salbei habe ich bei Armadillo gepflückt. Da gibt es eine Location, da stehen zweimal die Salbeis ziemlich beieinander. Die Karte kommt auch gleich. Also hier fünf Stück innerhalb von ein paar Sekunden gesammelt. Das ist auch mal easy. Insgesamt sind die Aufgaben auch easy heute alle. Und bei der Mercer Station könnt ihr auch noch diese 6 Location finden. Es gibt noch mehr, aber die dürften heute mal reichen. Wir müssen ja eine legendäre Kopfgeldmission oder eine schwierige Kopfgeldmission abschließen. Und das ist natürlich immer noch verbuggt. Aber was jetzt hier gerade eingeblendet wird, die Versorgungsmissionen waren auch erledigt. Einfach so mittendrin. Kommt das, also schwierige Kopfgeldmission oder legendäre erledigt und Versorgungsmissionen, das ist ein netter Bug. Um die Gänse zu bekommen, habe ich mich zur Emerald Ranch begeben. Das ist hier Heartland Overflow und ich muss sagen, seit gestern kann ich bestätigen, es gibt wieder viel mehr Tiere. Es gibt Lobbys, wo keine Tiere sind, aber an und für sich Tiere jetzt wieder nicht massenhaft vertreten, aber sagen wir mal so ausreichend, kann ich bestätigen. Wir waren gestern im Trupp unterwegs und wir hatten wirklich viele Tiere zur Verfügung. Es gibt Lobbys, wie gesagt, wo auch noch wenig Tiere sind, aber heute geht es ja um die Gänse und das habe ich alles im Freeroom gemacht. Das sind hier 3 Locations, die ich euch präsentieren kann. Bei der dritten, die ihr hier im Video seht, waren keine Gänse gewesen, aber ich hatte ja schon alles voll. Ich hatte schon 3 Gänse geschossen und die Karte kommt im Anschluss, weil wenn ihr schon dort seid, dann könnt ihr auch diese Pfeilspitze ausgraben. Das ist dann mit dem Spaten, aber es ist auch noch eine Münze in der Nähe. Also bei Heartland Overflow in der Nähe der Emerald Ranch. Also hier, wo der Ziegenstall ist. Wer in der Story die Ziegen da massakriert hat, der weiß, wo das ist. Und hier hinten im Haus ist auch Trockenware, nämlich, glaube ich, ein Brötchen oder Brot. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber da könnt ihr was abfassen. Das ist hier die Karte, die 3 Location mit den Gänsen, die Münze, ihr seht es, und die Pfeilspitze ist auch noch da. Die zweite Münze habe ich bei Citadel Rock ausgegraben, aber da wir ja schon die Pfeilspitze ausgegraben haben, ist das natürlich jetzt schon das dritte Ding, was wir mit dem Spaten ausgebuddelt haben. Also hier bei Citadel Rock ist die zweite Münze vertreten. Das könnt ihr alles in einen Abwasch machen. Und im Hintergrund seht ihr den Bahnhof von Rhodes.
dort habe ich mich nämlich hinbegeben und dort ist auch eine Münze vergraben. Somit hatte ich alle drei Münzen voll, aber ich zeige euch jetzt noch eine vierte Location mit einer Münze und die ist am Wasser. Wir müssen ja heute Essen mit Fische fangen und deswegen habe ich hier diese Münze auch noch mit reingenommen. Das ist bei Irisfield und dort könnt ihr dann auch noch angeln mit Brot, mit Käse und mit Mais. Das sind die drei Dinger, auf die ihr heute achten müsst. Damit holt ihr die Fische raus und könnt das dann auch noch abschließen. Also zwei Klappen mit einer Fliege an diesem Ort. Das ist jetzt hier die letzte Münze und die ist auf dem Weg nach La Grasse, weil das ist auch dort in der Nähe gewesen von Irisfield, kurz rüber geritten und dann nach La Grasse reingeritten übers Wasser und ihr seht schon, da ist eine Tarotkarte auf dem Boot, die könnt ihr auch noch mitnehmen. Alles easy heute, also braucht euch keinen großen Kopf zu machen. Ich hoffe, dass nicht noch irgendwelche Bugs auftreten. Das ist noch eine zweite Tarotkarte bei La Grasse und hier dürfte noch ein Ohrring vergraben sein. Hat bei mir nicht angeschlagen, also wie gesagt, es ist noch verbuggt manchmal. Ich zeige es euch hier auf der Karte, die zwei Tarotkarten. Und der Ohrring, der dort vergraben sein sollte, war nicht da. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Betrunken mit anderen Spielern interagieren habe ich auch noch hier im Video drin. Das ist jetzt hier mit PlayStation eine Archivaufnahme. Aber grundsätzlich gibt es da Folgendes zu sagen. Ihr müsst natürlich betrunken sein, am besten sturzbetrunken. Das kriegt ihr schnell hin. Aber es könnte euch passieren, dass es nur einmal passiert, dass ihr agieren könnt mit einem anderen Spieler. Dann, in diesem Fall, wenn es kein zweites Mal geht, dann müsst ihr kurz die Schwarzbrennerei verlassen, zurückkehren, wieder ein bisschen Schnaps nachkippen und dann dürfte es wieder funktionieren. Also das ist der kleine Trick, den man dann anwenden kann, wenn es nur einmal klappt. Also kurz die Schwarzbrennerei verlassen, dann wieder zurück und dann müsste das funktionieren. Das war's schon. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.